Also nüchtern betrachtet, ich futter übrigens immer noch kein Mittagessen, sondern jetzt weiße Schokolade. Nüchtern betrachtet hat dieser ganze Ruhenpflanzen-Farm-Wahnsinn im Grünhaus damit angefangen, dass ich einen Harvester-Bienengang erzeugt habe. Ne? Nun ja, weil ich eben nicht weiß, was Schluss ist. Lup. Ich sage, ihr braucht dringend mal so einen Eden-Transfer-Dingsbums, damit wir mal. Apropos, können wir das nicht schon längst? Ich meine, jetzt wo wir ein paar Diamanten haben, 1200 und 6 Teleporter-Core, könnten wir ja tatsächlich mal gucken. Vor allem können wir ein paar Diamanten verkaufen. Wenn wir gerade zum. Und ja, es sind schon wieder zwei Seeds mehr. 777.000. Okay, das Thema wäre dann erledigt. Ob wir noch Geld brauchen oder ob wir Eier verkaufen wollen oder so, ne? Vollkommen überflüssig. Nur noch für die Ressourcen gut. So, hier räumen wir später auf. Haben wir dann hier unsere Küche. Haben wir das Bürgerschild wieder abgenommen? Ja. Gib mir mal den Kaffee her. Ich brauche jetzt mal einen Schluck Kaffee, weil ich jetzt auch gerade einen habe. Ich habe festgestellt, ich trinke den ganzen Tag wechselnd aus zwei verschiedenen Tassen. Mal so, mal so. Ist voll. Gut, geht klar. Das hier werden wir auch irgendwann mal fortsetzen. Irgendwann einmal. In ferner, ferner Zukunft. Machen wir kurz so rum. Kriegst du von mir Schleim? Bitteschön. Weil ich nicht drauf bin. Du kriegst das hier. Du kriegst ein bisschen Lava. Ich muss da oben eine Zentrifuge und eine Automatisierung. Was ich mir ernsthaft in Erwägung ziehe. Weil wir können es mittlerweile. Hatten wir jetzt irgendwelche Blöcke hier drin, die weg müssen? Nee. Stein sicherlich nicht. Sieht nicht so aus. Sehr gut. Ich freue mich. Ich läuft gut bei uns im Haus. Wir wollten jetzt gleich mal gucken wegen Dings da. Könntet ihr bitte damit aufhören? Terminal braucht, Teleportogramm, Silikonwort. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr das ultimative Problem. Ich gebe kein Protocyte aus. Das bis wir Protocyte. Achso, das Protocyte-Erz, ne? Ein Erz, dann müssten wir eine Protocyte-Pflanze machen. Können wir uns überlegen. Alles in seiner Zeit. Ich hätte gerne Take-Over-Button auch noch. Nicht Take-All. Sondern nur die, die ich auch im Moment habe. Also, wenn es in die Richtung geht, muss es auch eine Funktion geben wie andersrum, ne? Warum gibt es das noch nicht? Weiß mir kein Mensch. Ich wollte gar nicht hin. Warum dann hier hin? Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Gleich mal zwei. Unten brauchen wir dann später auch noch welche. Vollkommen wurscht. Dafür brauchen wir jetzt Laserdioden. Das soll das Problem nicht sein. Von mir aus auch ein paar mehr. Nein, wir können nicht ein paar mehr, weil uns fehlt Carbon. Ich das ist unglaublich. Irgendwas ist immer. Also wir haben atmosphärischen Kondensator nicht mehr angestellt, ne? Müssten wir auch mal wieder machen. Wenn wir gleich mal hier ein bisschen Carbondioxid uns holen müssen auf die altmodische Art. Haha, geschafft. Indem wir hier mal kurz einen halben Stück Kohle reinhauen. Dann produzieren wir mal schön. Denn was soll aus Kohle sonst noch rauskommen, außer Kohlenstoffdioxid? Wasser? Hört auf, mir blöde Fragen zu stellen. Das irritiert. Nein, ich will kein Manipulator-Modul. Ich habe sowieso schon wieder viel zu viel davon. Oh ja. Ja.
zu uns gehen die Teleporter-Core aus. Das ist schlimm. Aber wir gleich welche ernten müssen. Und ja, wir wissen, es läuft darauf hinaus, dass wir die Dinger dann in Massen ernten. Das heißt, auch das Problem haben wir vorerst einmal behoben. Könntest du mal bitte dein Erz für dich behalten hier drüben? Fürchterlich. Ah. Ich war schon wieder unruhig, ne? Geduld. Ist mir egal, ob es dabei hängt. Wir haben es nicht eilig. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich hätte doch einfach mal ernten können und dann ist gut. Geh mal hier lang. Ist hier so ruhig, ne? Den Pixelkompressor habe ich hingestellt. Immerhin 4 Stück. Das Ding wird voll mit Diamanten geklatscht, ne, damit wir uns richtig verstehen. Das ist schon wirklich ein bisschen exzessiv. Aber sagen wir es mal so, uns geht da nicht das Geld aus in nächster Zeit. Jetzt bräuchte man natürlich Erntemaschinen, wenn wir das mit dem Geld und so automatisieren und nur mit dem Geld. Also, Flüssigkeiten, Öl, Lava, Poison, Coconut Milk, Rohr und Water. Okay. Violium Ohr, Crystal Erdgas, Fuel, Kohle. Und Ferrozium, Solarumstar, ja gut. Das als nächstes. Ist jetzt auch nicht schlecht. Und darum geht es wieder frisches Telebrium. Irgendwann mal. Moonstone CT 5, Dankeschön. Wenn ich die nächsten Nutzbringen verkaufen könnte. Muss ich jetzt hier stehen bleiben und warten, oder? Wie gesagt, eigentlich will ich die Ernte nicht automatisieren, weil dann haben wir hier sehr schnell volle Container. Und ich wüsste gar nicht, wohin. Da oben noch Platz, ja, stimmt schon, aber trotzdem. Und ehrlich gesagt, wenn wir es brauchen, gehen wir ernten, gut ist. Guckt euch raus, was rumkommt. Nicht mal ein Large Core kostet so viel, dass wir da hier stundenlang brauchen würden. Also eigentlich schon, aber wir können ja ab und zu mal ernten gehen. Nee, wir brauchen doch mehr. Noch so ein Grünhaus. Derweil. T-Junction, Gang nach unten. Weil wie viele von diesen... Also unten die Diamanten, oben die Teleporter-Core. Die ganz... Wir machen hier oben die ganzen Cores. Oh Mann, das war der Hammer. Was habe ich gesagt? Was für Seeds müssen wir weg? Achso, hier wollten wir es essen. Ja, können wir schon, aber wir können auch darüber. Da machen wir Junction und darüber hin. Ach nee, geht ja gar nicht hier. Aber dahinter. Könnten wir den Küchenbereich machen, ne? Ja, dann müssen die Leute, die durch den Teleporter reinkommen, hier durch. Ich meine, ist egal, wenn sie in den Teleporter kommen, ne, kommen sie nach unten, gehen sie durch diesen langen Gang, ist auch nicht so das Intelligente, aber beziehungsweise hier drüben können sie dann hier rüber. Wobei hier jetzt das Problem ist, was machen wir? Weil hier die Verbindung wird nicht mehr so einfach. Aber wir kriegen ja eh keinen großen, da können wir Large Core wäre hier. Ein Core einfach und dann noch eben. Ich weiß nur nicht ganz, wie das. Jetzt ist mal Schluss mit lustig. Wollen wir da wirklich noch ein Large Core hin? Oh, ein Module. Immer schön. Oder machen wir erstmal Korridor und dann in einzelnen Core. Einen Korridor ist ja dann quasi der eine hier, ne? Der eine Block, der verbraucht wird, genau. Einer. Nice. Genau, und jetzt kann man Large Core oben drauf knallen. Der müsste hingehen, weil das Large Core passt nicht mehr, ne? Oben. Mich haut's weg. Ihr würdet aber in der, wenn ich noch einen Durchgang mache,
könnten wir das theoretisch. Alter Schwede. Nee, hier sind wir. Hä? Stimmt, jetzt zählt ja die Mitte. Ach du Schande. Raus aus der Übersicht. Dann wäre das quasi hier so die Ecke. Da rum. Ja, nach dem Durchgang, hier ist die Ecke und die geht dann hier runter. Genauso hier schräg. Wisst ihr was? Das machen wir. Greenhouse, noch eins. Weil wir den Durchgang haben damit. Ich kann ja Gorky Call. Wir können Greenhouse da hinstellen. Oder eine T-Junction nach oben. Nee, nach unten. Cross-Junction geht durch. Dann machen wir oben drüber noch einen Raum. Da könnte man dann wieder ein Large-Dingsbums. Nee, was hat denn das Large? Genau. Links unten. Das könnte man dann immer oben drauf setzen. Aber egal. Jetzt wird es langsam peinlich. Braucht nach unten, links, rechts. Könnten wir hier machen. Also wir nehmen in T-Junction-Dingsbums. Ne, hier so hin. Und hier haben wir noch zwei oben drüber. Oder ein Junction hin und dann oben drüber ein Greenhouse. Das nach links und rechts braucht. Den hat er und hier können wir ja dann dicht machen. Die Wand interessiert uns dann ja nicht. Ich würde gerne jede Wand einzeln toggeln oder so. Also, egal ob wir Cross-Junction machen oder T-Junction oben drüber. Ich weiß nicht, will ich hier oben drüber eigentlich noch was haben oder lassen wir den Durchgang gut ist? Das sieht ja mal nach was anderem aus, als wenn wir mit Gewalt jetzt was da drüber haben noch. Weil wenn wir jetzt den T-Junction machen, den Large Core, ne, ist halt ja eh im Weg. Die können wir danach. Egal was wir machen. So geht's übrigens auf. Interessant? Nee. Wenn dann so rum. Von Chor zu Chor. Wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, wir bräuchten ja bloß einen Durchgang um oben ein Greenhouse. Wisst ihr was, dann machen wir das Greenhouse und dann. Und de facto, ne, Fahrstuhl bis hier ran, bumm, fertig. Würde das jetzt gehen? Blockt. Mhm. Und dann aber nicht mehr, ne? Wenn ich das gewusst hätte, wäre gleich so ein Dreier durch einen Durchgang machen können, ne? Leider kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Jetzt können wir jeden Fall einen Block. Allerdings muss ich zugeben, wenn ich das jetzt mache. Ich habe hier unten unsere Bioanlagen dahin gebaut. Dann müsste man das ja wieder umräumen. Also wäre jetzt auch kein Weltuntergang. Dann machen wir da unten einfach unsere Küche hin. Ja, weil hier ist der Wohnbereich, hier ist die Küche. Unten weiter ist der Hotelbereich und so. Gott, ist das langsam beim Langlaufen. Da springe ich jetzt mal vorsichtshalber hier runter. Wir alle wissen warum. Na, hier jetzt wohnen wir quasi, so ein hübscher. Wenn hier so ein Essbereich, ne, dann könnten wir hier so eine Küche draus machen. Wäre eine Option. Geht die Welt nicht unter. Müssten wir jetzt einfach nur den Large Core, ja, ich weiß gar nicht, den Large Core dann rüber machen. Da könnten wir die Baum- und Gensequenzer hier reinhauen. Hier die Tür sogar dicht machen im Notfall. Oder hier nach unten den Gang dicht einmal, wie auch immer. Ah, Fahrstuhl geht schon. Ja, wir werden da jetzt gucken, ob da ein Large Core geht. Das dürfte jetzt interessant werden. Guck mal, wie klein wir sind im Verhältnis zur Raumstation, ne? Das wünschen die sich auf der Mir auch den Platz. Auf der ISS. Wieso kann ich Large Core nehmen? Ja, denn auf Materials. Goldbarren und Silberbarren.
Na gut, also ich vermute mal, dass eins davon gleich nicht mehr das Problem sein wird. Gehen von oben aus an, ne? Eins nach dem anderen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich dann das ganze Futterzeug ernten. Ich meine, ich habe genug Platz, die Raumstation wird wachsen. Fängt an, etwas exzessiv zu werden hier, das Ganze. Sieht schon schön aus, ne? Ich könnte den ganzen Tag hier einfach ohne Anzeige durchlaufen. Und ernten. Ah. Das sieht voll viel Purpose, I don't know. But it's really the dusty's work. And I'm very happy. Yeah, please to announce that we are now running the business. Yes, I am from London. I've never been somewhere else in my life. Please do transfer the money now. Your computer got a wife. So. Wie viel von was haben wir gebraucht und warum? Wir haben überhaupt gar kein Silber geerntet gerade, oder habe ich das falsch verstanden? Oder warten wir da noch? Wir gehen nochmal gucken. Dann wissen wir uns genauer. Die Dinger werden bald ersetzt. Können wir hier Hercules Fuel oder so? Für den Fall der Fälle. Ach, braucht kein Mensch. Was war für ein Large Core? Immer noch Silberbarren und Gold. Wir gehen mal kurz runter, ob wir die noch haben. Und nein, ich meine eigentlich nicht hier runter, aber wisst ihr was? Hallo? Ah, seht ihr, das geht auch. Gut, dass wir die Rüstung anhaben. Wenn wir die voll an hatten, würde auch nicht so viel passieren an der Stelle. Ganze Schweinregeneration und so. Ich leg mal kurz meinen Helm an, aus gesundheitlichen Gründen. Bisschen Licht in die dunklen Gänge hier und so. Zack, apropos. Wie lange will ich jetzt noch damit rumlaufen, dem Schildebombeng, der hier reinkommt? Das kommt von hier rein, das war nicht gemeint. Egal, der Orko bleibt bei mir. Das bleibt alles bei mir, mir, das weg. Also Dinge, von denen kein Mensch weiß. Können wir später aus den anderen Kisten noch den anderen Mist, ich weiß, aber egal. Eins nach dem anderen. Silber und Gold hatte ich gesagt, oder? Oh oh, reicht ja tatsächlich nicht. Das ist schlimm. Und ja, unser Ressourcenlager wird dann entsprechend natürlich auch umgestellt. Ganze Raumstation betrieben mit drei kleinen Solarpaneln. Das muss man erstmal hinkriegen. Öffentliche Toiletten hier. Bisschen sehr öffentlich, wenn ihr mich fragt. So muss man drüber nachdenken. Oh, Diamanten, wie schön. Wie viel gibt es denn diesmal? Ein paar neue Seeds, das ist immer gut. Oh, plus 450. Halbe Million, mehr ist es ja gar nicht wert hier. Was soll das? Da stehe ich doch gar nicht erst für oft zur Ernte. Traditionell immer zwei Seeds. Ich bewege mich nie weg. Wir wissen alle, was passiert, sobald ich hier langlaufe. Ah, ne, in der Wabel. Ja, gut. Kommt, ich brauche mein Teleporter-Core. Ich will die nicht ständig kaufen müssen. Und wenn nicht, das was Problem wäre, aber. Ja, vergessen, Silber anzupflanzen, kann nicht sein. Ich kann mir vieles vorstellen, aber das nun wirklich nicht. Genau, 150 Gold. Okay. Auch das beheben wir auf die altmodische Art. Hallo. Ja, Beinbruch. Ich hab's schon wieder eilig, ne? Hier unten bin. Komm nur zu Gold raus. Warum bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Habe ich schon vergessen. Oh, Kunststoffdioxid. Guck mal, hier gibt es Gold. Was für ein Zufall. Noch jede Menge andere Kampel. Kaufe ich mir das Gold? Interessiert uns. Wir haben es doch. Oh Mann.
Das ist echt ein bisschen viel hier gerade. Ich muss darauf bestehen, dass wir hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Keine Ahnung, ob da was rauskommt, aber wir stopfen es da mal rein. Gut, wir müssen nicht alles doppelt und dreifach verarbeiten. Mach du mal was daraus, mal sehen, was passiert. Hier entsteht demnächst ein Gewächs daraus. Soon to be. Fackeln, offenes Feuer in der Raumstation. Ich glaube, ihr spinnt. Wer war das? Er kommt noch selten blöde Ideen. So, jetzt haben wir das Ding da. Ein Inventar nehmen wir an. Ich will jetzt nicht an, ich hab keine Lust. Lasst mich in Ruhe. Nein, ich muss doch nach unten. Ich muss doch mein Gold. Darf ich aussteigen? Es hängt mal wieder 5 Meter vorher. Servus. Ah, jetzt ist es. Ja, geht zum Labor. Prinzesschen, mach das. Das ist nie so richtig viel. Ich weiß, mit dem Arx-Melder. Wir würden so viel mehr raus interessiert, wie man. Warum wir den gemacht haben? Weil wir ihn brauchen. Wofür? Keine Ahnung. Wir haben ja nichts freigeschaltet damit. So gesehen bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, was wir damit machen. Aber es ist schön, ihn zu haben. Gutes Gefühl zu wissen, ich habe Ressourcen. Selbst wenn ich sie nicht brauche. Besser haben und nicht zu brauchen, als brauchen und dann für Geld zu kaufen, das man im Überfluss hat. Okay, das ist nicht richtig die Lektion des Tages, aber naja. Nochmal keine Teleporterkurs, okay. Nicht schön, aber so ist es eben. Eine ganze Menge Gold. Eine ganze Menge Gold. Was ist das hier eigentlich? Na? Na? Schwefel. Okay. Machen wir weiter. Pflanzen. Nein. Ich habe jetzt genug davon. Das reicht. Danke. Brederz und Co. Können wir alles mal gucken. Kohle sieht. Brauche ich Kohle? Ich habe keine Ahnung. Um es gemacht zu haben. Punkt. Ist ja nicht so, als ob uns das Geld mangelt, ne? Ne, jetzt ist Schluss, ja, genug von der Sorte. Corrupted Biomass. Nix. Was macht man nur einen? Das ist ja nun wirklich nicht gerade wenig. Dann pflanzen wir das derweil mal ein, würde ich sagen. Oh, guck mal, Teleprium. Das sind ja Lassamprium-Dinger, ne? Ab da sind sie los. Und jetzt, Coal sieht ja von mir aus. Das ist ein Core-Fragment sieht. Die sind auch ganz hübsch aus auf der Stufe.
Nombrite-Siete. Pen eingeben, gucken. Wie viele Millionen davon wir brauchen. Wieso kann man die nicht mit Ancient? Stört mich schon wieder. Ungemein. Vielleicht auch wieder ein Jahresvorrat dran kaufen müsste. Ja, danke. 200. Ich will lieber gar nicht wissen, was ich auf der nächsten Stufe brauche. Und 200 zu kaufen beim Preis von 1000 oder so, ne? Scheint mir jetzt irgendwie nicht so ganz so Aufwand nutzen oder so. Jetzt ist Schluss. Voxlama. Tunium. Ne, guck mal. Neppi, was brauchst du? 25. Mhm. Ist noch Cinnabar, interessiert eigentlich nun wirklich überhaupt niemanden. Und ich vermute mal, wir haben auch ein bisschen was davon. Dann werden wir das nämlich mal gleich mal holen. So eine Ecke 3 Präsilitstars. Wie schön. Hol ich den gesamten Rohstoffvorrat von da oben, oder? Von unten. Wie kommen wir am schnellsten? Ach, was soll's. Das Rätsel ich da überhaupt erst. Wir alle wissen es. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben noch ein paar Namen Rap-Bandages. So dünne ist es also gerade nicht. Ich werde bereuen. Mhm. Aber auf jeden Fall haben wir unseren Blödsinn jetzt im Moment. Ich sollte noch ein paar neue Waffen machen. Obwohl ich ja mit meinem, was ist das eigentlich, Tier 6 noch zufrieden bin. Moment. Neuen Diamanten, das ist tragisch. Wir alle wissen, im Notfall brauchen wir Diamanten. Yep. Ja, na, komm. Oh, ich habe Hunger. Ich sollte dringend was zum Essen anpflanzen. Entschuldigt. Ich weiß, ich mache mir ein bisschen lustig drüber, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt mal die ganz große Herausforderung ist, aber. Ja. Nein. Aha. Das ist T5, was lohnt sich das alles gar nicht, ne? Aber. Gucken wir mal, Silber. Ah, sieht ihr. Ja, 200. Ist vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht ein bisschen. Pflanz mal erstmal ein bisschen was ein. Du bist eine Marcy T1 von mir aus, Rainer. Du bist. Hey, Morph. Penumbrite. Ist doof. Machen wir trotzdem hier rein. Nee, warte, was brauche ich für Penumbrite? T1, also, jetzt erzählt mir mal kurz, wie viel wir für T haben. TP, ihr wisst schon, von Arbeit brauchen. Denn es gibt es ja leider Gottes nur als erstes. 200. Auf einmal tut mir mein Herz so weh. Wisst ihr, was ich meine? Bei dem Gedanken, Geld auszugeben. Ja, wir scheffeln jetzt hier im Minutentakt. Nein, das gefällt mir nicht. Eier sind einfach nicht mehr so richtig lukrativ als Geldquelle. Wisst ihr, was ich meine? So, Penumbrite, komm her. Thorium, erstmal 10 kaufen, fertig. Bye. Neptunium, 10 kaufen, fertig, bye. Penumbrite, ich brauche 200. Wie viel gibst du mir? Okay, 56, vielleicht mit 4. Reicht mir die erstmal? Fürs Erste. Prism Shards, weiß kein Mensch, gib mir mal kurz 250. Ich wollte 215, ja, gut, gib mir erstmal 25, ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne, Präsilitster haben wir ja, ist egal. Zerkesium! 300 will ich nehmen. Ich habe keine Ahnung, wir gucken gleich nochmal. Durastahl, das brauchen wir nicht, Titan brauchen wir nicht, Tungsten, Eisen brauchen wir alles nicht. Also, Telebrium auch nicht, das kriegen wir schließlich so raus. Auf höchster Stufe. Protocyte, komm her hier, mein Freund. Wir werden es gleich sehen, wie viel wir brauchen. Uran, ich bin am Neptunium, Plutonium. Haben wir Plutonium? Plutonium. Plutonium, Plutonium. Haben wir ein bisschen was? Wir brauchen mehr. Ja, okay, vielleicht nicht übertreiben. Gib mir mal die 9. Dann finden wir das heraus. Xen Prime, Greenhouse. Green, green, green. I was screaming.
Green, green, green. Bam, 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 bam. Nein, ist kein Song aus den 70ern, aber es klingt wie einer. Warum? Weil ich das gerade live geschrieben habe. Demnächst. Wie schön. Ich bekenne mir Protocyte. Was haben wir da? Protocyte. Na also, lieber was Neues. Die brauchen wir nicht. Die haben wir dann wirklich mehr als genug. Nein. Elektromagneten will ich jetzt noch nie. Da. Nützt nicht, Gott hat's Geld. Du wolltest eh nie. Jetzt beschwer dich nicht hinterher. Kann man da aus in den Lunari-Crystal-Pflanze noch? Ach man, nee. Okay, egal. Müssen wir die Shards nehmen. Wobei mir auf Anhieb nicht einfallen sollte, warum wir das überhaupt tun sollten. Neptunium, was macht das? Dankeschön, und jetzt Protocyte. Mir tut es schon förmlich in den Augen weh, das nur zu sehen. Wie viel bräuchtest du jetzt? Ich muss gleich wieder Diamanten verkaufen gehen, oder? 500! Ich denke, an der Stelle zeigen wir mal kurz den Vogel. Also, das kommt in die Erde, das kommt in die Erde. Plutonium erstmal. Plüt. Mhm. Können wir das hier regeln? Haben wir nicht schon eine Plutoniumpflanze? Fällt mir gerade auf. Brauchen wir noch gar nicht. Ach, was soll's, wir haben genug Geld und das haben wir auch genug und das haben wir alles genug, ist mir egal. Haben wir es auch mal gemacht. Corrupted Biomass, und wenn ich Neptunium. Das war's. Wieso haben wir das da gerade reingehauen? Nicht gut. Wenn wir es doch hätten zum Aufwerten brauchen können. Ja, deswegen war das ein dummer Fehler. Egal. Zerkesium, Orsite, Nullhammer. Protocyte brauchen wir auch. Haben wir schon zwei davon, schön zu wissen. Lunarischart haben wir auch. Pyrit. Gute Frage. Pyr. PYR. Entschuldigung, falsches Gerät. PYR. Ich hasse es. Pflanzen erstmal ein. Können ein bisschen Telebrium sammeln. Ein paar Diamanten oder so. Geldquelle. Plutonium CT4. Hm. Bin ja kein Unmensch hier. Pflanzen wir eine Weile hier mit ein. Penumbrite Seeds, ist egal. Das heißt nichts, denn ich werde jetzt bestimmt keine 500 was auch immer kaufen. Zerkesium brauchen wir auch. Brauche ich so viel Zerkesium? Eigentlich nicht, oder? Apropos, ab und zu mal kommt es erst die Dinger unten raus. Das heißt, wir können auch erstmal warten. Das Gedulden, sozusagen. Und noch manuell gucken? Na komm schon, ich will wissen, ob geerntet wird. Ist schon eine Erntezeit für Opa? Was dauert das so lange hier, hm? Die Reihe ist ja noch nicht mal voll. Jetzt wird's aber langsam peinlich. Happy Papi, komm schon. Und wir ernten. Jeden Augenblick. Irgendwas. Was weiß ich noch nicht, aber egal. Drauf kommt's ja hier nicht an. Es geht nur um eins. Kohle machen. Weg. Müsste ich nie wegschmeißen, könnte ich das Raumschiff aufheben oder so, aber... Nee. Ich finde die Halls ja einfach nur cool für die Massenproduktion von den Dingern. Entschuldigung. Falsch gesetzt. Kann ja mal vorkommen, ne? Peinlich. Ne, das macht ihr ja. War das nie gedacht, aber gut. Junction oder so? Jetzt nicht. Wir wollten ja schließlich Gold ernten irgendwann mal. Denn eigentlich waren wir die ganze Zeit dabei, den nächsten großen Dingsbums. Wir haben einen Large, den wollten wir nicht erstmal den ausbauen, bevor wir den nächsten anfangen? Ich weiß auch nicht.
Jetzt brauchen wir ihn nicht mal für die Runenpflanzen, würde ich sagen. Ich finde das mit dem Greenhouse, mit dem Large Screen, ist echt cool. Das Dumme ist, man muss es sich erstmal hier angucken, um zu sehen, was man dann in einer neuen Staffel eventuell anders machen würde. Oder in einem neuen Gewächshaus. Hat er das gerade wirklich gesagt? Ja. Neue Raumstation. Ja, warum nicht? Nicht noch eine neue Anfang, ne? Ich war nicht. Also, ich meine, an Ressourcen mangelt es nie und jetzt können wir ja wirklich das, ne? Also, quasi exzessiv. Ob das wirklich so geht mit eben Hexagonfeld, was meint ihr? Oder Oktagonfeld in dem Fall? Ne, 1, 2, 3, 4, 5, ja, Oktagon. Muss man nachzählen im Kopf. Cool, Core Fragments. Wir haben Item Grabber, also, ne? Das wollten wir ja mal da unten anbringen bei den Kühen. Machen wir das, während das hier alles noch ein bisschen wächst. Das Liquid Arceus interessiert mich jetzt nie. Was braucht man für die Hersteller von Grabbern? Teleporter Kurs? Ich glaube, das war ein Problem, ne? Die zu kaufen jetzt ohne Problem. Wäre eine Option. Geld haben wir. Wir könnten mal kurz ein paar holen. Also kommt hier demnächst die Küche rein. Bisschen wenig Platz, aber hey, wird schon. Soll ja auch nur so für Personal sein. Also bräuchte eine große Kiste voll mit. Was ist denn jetzt los hier? Das hängt wieder hier. Danke, danke, danke. Der Rest kann nämlich da drinnen werden. Wenn die Eier nicht wären, wäre nämlich schon ziemlich viel Platz geworden. Die wollten wir umsiedeln. War da nicht mal was? Habe ich das schon im Düstern vergessen? Klatsch. Da unten stapelt sich. Ich bin geneigt, das so zu lassen, damit sich da unten gestapelt. Warum, weiß ich nicht, aber sieht ja cool aus. Nee, hier kommt unser Hotelbereich demnächst. Ein paar Folgen später. Relocator. Wenn ich nachgucke, wie viele Module? 50. Ich würde sagen, als erstes werden wir... Wir könnten ja auch einfach die Eier nehmen und die Viecher da hinten dann einfach auslöschen oder so, ne? Aber... Schön, wie dunkel es hier ist. Also im Ernst, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, was ich hier produziere. Viel schlimmer. Haben wir nicht einen Relocator gehabt oder habe ich den weggeschmissen unterwegs? Ich bin blöd, ich habe ihn nicht mehr. Wieso nicht? Habe ich den in irgendeine Kiste hin abgelegt? Kann doch nicht sein. Danke, wenn ich jetzt noch richtig schreiben könnte. 4 Crystal. Und jetzt wisst ihr auch, wieso ich unbedingt... Unbedingt... ein Item-Netzwerk haben will. Ich glaube, den Large Core machen wir nur für ein riesengroßes System zum automatischen Sortieren von Dingen, die wir dann mit einem Dings da abholen können. Dankeschön. 4 brauchen wir, 300 haben wir. Wisst ihr noch, als wir eine ganze Folge lang wegen einem Crystal... Okay. Ich wollte euch nur nochmal darauf hinweisen. Wieso man übrigens die hydroponischen Dinger da einhauen muss, weiß ich nicht. Das sieht irgendwie doof aus. Selbst wenn es nur technisch notwendig ist. Ich muss natürlich erstmal machen, bevor ich ihn erweitern will. Ist immer eine gute Idee. Ups. Der ist ja schon maximal geupgradet. Mist. Wie viele Module habe ich gerade verschwendet? Viele. Naja, ganze 4. Das geht ja noch. Das werde ich wahrscheinlich wieder bereuen, oder? Was soll's? Was kann man hier noch upgraden gerade? Ja, von mir aus doch. Darauf kommt es jetzt nicht an. Relocator verkaufen, okay, und ausrüsten wäre nicht schlecht. Also, nicht blöde. Das ist doch ein Relocator hier, oder? Ja, es hängt, ich weiß. Stufe 4 aus Maximum, ehrlich. 40 Minuten. Ich denke, das wäre der geeignete Zeitpunkt für uns, mal kurz Pause zu machen.
Grundarbeit mit hier, ne? Haben wir schon einen Durchgang? Ja, da drüben. Aber wie schön, dass wir jetzt mittlerweile hier überall irgendwo. Fast überall irgendwo lang kann. Quatsch, das war keine Absicht. Diesmal wirklich nicht. Ich lege mich hier hin und gehe schlafen. Und ihr könnt dann euch erfreuen an der nächsten Folge. Bis dahin, Xenaut.